Servus, liebe Sporttag-Freunde. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Rupert Hagenauer. Ich bin Physiotherapeut, Master Ernährung und Sport. Und im heutigen Video geht es um den richtigen Start in den Tag. Dich erwarten in den nächsten Minuten eine Vorbereitung von einem wunderbaren Frühstück, wie du deinen Tag optimal beginnen kannst. Bereit? Dann legen wir los. Ja, das heutige Frühstück wird eine Low Carb Bowl. Die zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass es die Energie sehr wenig aus den Kohlenhydraten kommt, sondern in erster Linie aus den gesunden Fetten, die dem Ganzen mit beigemischt werden. Und da haben wir den Vorteil, dass wir einfach nachhaltig Energie unserem Körper zur Verfügung stellen. Wir haben ein langes Sättigungsgefühl und wir sind leistungsstark bis zum nächsten Essen. Ja, legen wir los. Als Zutaten für die Low Carb Bowl habe ich Chiasamen, Mandelmus, eine Nusskernmischung und Samen, Sonnenblumenkerne und als Star der ganzen Sache tiefgekühlte Himbeeren, die ich dann heiß mache. Ja, in meine Chiasamen Basis gebe ich dann das Mandelmus rein, das eben super als Energielieferant ist. Ich kann das Ganze gleich ein bisschen verrühren. Das Mandelmus an sich ist relativ zäh, aber das lässt sich dann schon vermengen, auch gerne mit einer Gabel. Genau, das sieht man schon, wie sich hier die Farbe auch verändert. Jawohl. Als nächstes habe ich hier meine Nusskernmischung. Wenn man ein bisschen untermischt, schön gleichmäßig verteilt hat. Dann die heißen Himbeeren, die das Ganze natürlich geschmacklich und farblich wunderschön lassen werden. Ich habe da jetzt 100 Gramm Tiefkühlhimbeeren verwendet. Das kann man je nach Gusto dann auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Zum Schluss noch Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, ein bisschen gepuffter Amaranth. So, als Topping. Jo. Ja, und für unsere Low Carb Bowl, da gibt es natürlich noch den Bulletproof Coffee mit dazu. Für die, die den noch nicht kennen, das ist einfach eine Tasse normaler Kaffee. Und das Ganze wird mit einem Esslöffel Kokosfett vermixt und einem Esslöffel Mandelmus. Da geht noch ein bisschen was. Einen Esslöffel Kokosfett. Und dazu dann eine Tasse Kaffee. Ja, wer seinen Kaffee gerne schwarz mag, der nimmt da keine Milch dazu. Ich nehme da immer noch gerne einen Schluck Milch mit dazu. So. Dann mixen wir das Ganze einmal gut durch. So, dann schauen wir mal, wie das Ganze ausschaut. Super, durch das Mixen habe ich natürlich dann einen wunderschönen Schaum obendrauf. Und das ist der Bulletproof Coffee für die Low Carb Leute. So, das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, du freust dich aufs Ausprobieren. Ich hoffe, du hast Spaß dabei und dir schmeckt es gut. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte liken oder kommentieren oder beides. Und du findest natürlich die Videos in unserer Mediathek im Home Gym. Servus!